bin Renate Habtia. Ich mache Agentur seit 2013. Dort habe ich mit einem Kiosk angefangen. 2014 habe ich die zweite dazu genommen. Mir ist die Kommunikation und der Kontakt sehr wichtig. Auch nicht nur mit Kunden, auch, sondern mit Angestellten, mit jedem. Ich bin einfach ein sehr kommunikativer Mensch, sehr hilfsbereit. Und in dieser Branche kann ich das sehr gut ausleben. Auf jeden Fall, wenn ich neue Herausforderungen gesucht habe, habe ich achtet auf das, dass ich mit Leuten beschäftigt bin. Einfach mit Kunden, mit Leuten, wo ich helfen kann, wo ich beraten kann. Und einfach irgendetwas, wo mir so richtig Spaß macht. So bin ich auf Valora gestoßen. Ich habe schon gehört, dass die Agentursystem einführen möchten. Und ich wollte unbedingt etwas Selbstständiges machen, wo ich ein bisschen mehr Freiheit habe, wo ich auch selber entscheiden kann, was ich mache, welche Leute ich einstelle. Einfach ein bisschen selbstständiger sein und mehr Herausforderungen haben. Muss ich ehrlich sagen, wie die Kioske funktionieren, hinten dran, das habe ich nie gesehen. Das habe ich nicht gewusst, ich habe keine Erfahrung gehabt, ich habe auch nicht so viel Ahnung gehabt. Ich habe nur gesehen, dass man dort innen läuft, schnell kauft etwas und schnell geht wieder raus. Ich habe eine sehr gute Unterstützung bekommen von meinem ersten Verkaufsleiter. Am Anfang hat er mir alles gezeigt. Er hat mir sogar vorgeschlagen, dass ich am Anfang nicht sofort eine Agentur übernehme, sondern bei einem Kiosk zuschauen könnte, wie sie arbeiten. Ich stehe auf und ich denke nicht daran, oh, ich bin jetzt müde, ich muss jetzt schon wieder arbeiten, sondern ich bin froh, dass ich aufstehen kann, gesund bin und das weitermachen kann, die Leute glücklich machen kann, gute Unterhaltungen führen kann, wieder etwas Neues kommt, wo ich lernen kann. Ich freue mich immer, wenn ich arbeiten gehen kann und meine Agentur führen kann. Du kannst genießen deine Selbstständigkeit. Du kannst genießen, dass du selber deine Leute einstellen kannst. Du kannst sehr viele Sachen selber einrichten, dass es schöner aussieht. Und wenn du jeden Morgen reinläufst in dein Geschäft, erfüllt dich das. Wenn du wirklich die Arbeit passt und gefällt und immer reinkniest, dann kann ich jedem empfehlen, dass so etwas zu machen. Das ist lustig.